Ja, die Flammen in den Waldbrandgebieten in der Türkei, die breiten sich dramatisch weiter aus. Da muss man fast schon von einem Inferno sprechen, wenn man diese Bilder hier sieht. Zahlreiche Urlauber mussten bereits aus ihren Hotels jetzt dann doch evakuiert werden. Ja, das Auswärtige Amt rät zur Vorsicht. Reisende sollten sich vor ihrer Abreise bei den Veranstaltern über die aktuelle Lage informieren. Und vor Ort die Anweisungen des Hotelpersonals und natürlich der Behörden befolgen. Mehr dazu von Sandra Saatmann. Beißender Qualm dringt bereits durch die Balkone dieses Hotels in Marmaris. Die Flammen stehen unmittelbar vor den Toren und bieten den Strandurlaubern ein überwältigendes Bild. Die Situation ist brandgefährlich geworden. Die ersten Hotels ziehen die Reißleine, bringen ihre Gäste in Sicherheit. Irgendwie kann uns niemand genau sagen, was wir jetzt tun sollen, sagt diese Touristin. Deshalb stehen wir hier. Vor 48 Stunden schien noch alles okay. Wir sahen Rauch irgendwo da hinten und dachten erst, das seien Regenwolken. Dann kamen die Flammen. Boote bringen Urlauber vom Strand weg in Sicherheit. Winde mit Temperaturen von derzeit 40 Grad fachen die Flammen immer wieder an. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie gefährlich nahe das Feuer den Menschen kommt. Betroffen sind vor allem die Orte Bodrum, Marmaris, Antalya, Manavgat, Adana und Mersin. Über 30 Dörfer mussten bereits komplett evakuiert werden. Seit Dienstag hat die Feuerwehr mit über 50 Waldbränden zu kämpfen. 10 von ihnen seien noch nicht unter Kontrolle, heißt es. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 180 wurden verletzt. Eine Besserung ist nicht in Sicht, denn es soll die kommenden Tage sogar noch ein paar Grad heißer werden. Regen bleibt dabei Fehlanzeige. Und unser Sat1-Kollege Daniel Engelbarts macht eigentlich gerade Urlaub in der Türkei. Der wird jetzt aber beeinträchtigt, eben durch die Brände. Wie erlebst du die Situation gerade? Ja, hallo. Also mittlerweile hat es sich hier zumindest in der Region von Manavgat ein wenig beruhigt. Die letzten 2 Tage und Nächte waren natürlich sehr angespannt, weil wir nicht wussten, ob sich der Waldbrand weiter ausweitet und sich Richtung Küste, Strand hin bewegt. Hier sind natürlich viele Hotels und dementsprechend auch viele Leute, die Angst haben, dass sie letztendlich ihren Urlaub hier gelingt. Und inwiefern werden denn die Touristen jetzt nicht nur bei dir in der Region, aber im ganzen Land auf weitere Vorsichtsmaßnahmen vorbereitet? Die verschiedenen Hotels informieren letztendlich ihre Urlauber jedes Mal wieder darüber, was der aktuelle Stand ist. Also so wurden hier öfters auch die Klimaanlagen abgeschaltet und letztendlich die Stromversorgung ist manchmal sozusagen unterbrochen. Aber ansonsten ist es hier ganz ruhig. Das heißt, die Veranstalter warten auch ab. Und dadurch, dass es, wie gesagt, sich hier jetzt nicht weiter ausweitet, gehen wir auch davon aus, dass es sich jetzt hier nicht mehr um eine Evakuierung handeln wird in den nächsten Tagen, sondern dass das jetzt hier langsam alles wieder seinen normalen Gang gehen wird. Und sind das alles Hitzebrände oder könnte auch Brandstiftung die Ursache sein? Das ist noch unklar, ob es wirklich nur Hitzebrände sind. Es sind ja mehrere Stellen, an denen es ausgebrochen ist. Hier gehen interne Mitarbeiter davon aus, die das gehört haben von ihren Familien, die in der Region auch leben, dass es sich um Brandanschläge handeln könnte. Aber bewiesen ist noch nichts. Das wird sicherlich die nächsten Tage die Untersuchungen zeigen. Auffällig ist es schon, dass, wie gesagt, in 3 verschiedenen Stellen hier in der Region von Manavgat auf einmal die Waldbrände losgingen. Ja, und wie handeln bzw. was sagen denn jetzt auch die Reiseveranstalter? Nun, die Reiseveranstalter, zumindest hier in der Region, wo es letztendlich jetzt nicht mehr schlimmer wird, sagen, dass wenn Familien mit Kindern abreisen möchten, man natürlich alles tut, um dem sozusagen Folge zu leisten und den Wunsch zu erfüllen. Ansonsten aber sagt man eigentlich, dass man Ruhe bewahren soll. Man sieht vielleicht auch hier im Hintergrund wieder, dass die Gäste zum Teil auch wieder im Wasser sind. Das war gestern und vorgestern nicht der Fall, weil hier die Hubschrauber und Wasserlöschflugzeuge jeweils immer aufgetankt haben und dementsprechend man letztendlich den Strand gesperrt hatte. Das beruhigt sich jetzt alles wieder. Von da hoffen wir, dass die Gäste und auch wir dann letztendlich unseren Urlaub fortsetzen können. Daniel, danke für deine Eindrücke aus Manavgat. Dankeschön.